Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder echtes Junkfood beim Junkfood Guru und heute gibt es den Barbecue Rib von Rustlers. Ob der wohl schmeckt wie der McRib von McDonald's? Ich bin gespannt. Rib steht hier für Rippchen, steht hier für 50% Schweinefleisch ist hier drin. In diesem Burger, den man in der Mikrowelle zubereiten kann, samt Brot auch. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man das Brot im Toaster macht, schmeckt es irgendwie besser. Nur gibt es hier ein kleines Problem, das ist so, ihr seht, das ist so lang, ich muss es wahrscheinlich etwas unkonventionell toasten. Aber zuerst mal wandert es gleich in die Mikrowelle, nachdem ihr einen kurzen Blick auf die Zutaten geworfen habt und auf die Kalorien. Auf 100 Gramm haben wir hier 270 Kalorien, davon sind 13 Gramm Fett. Hätte ich mehr gedacht. Zutaten, gegrilltes Schweinefleisch, 50% bzw. gegrilltes Schweinefleischerzeugnis. Schweinefleisch, 85%. Wasser, Sojaprotein, Zucker und da ist ganz, 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 ganz viel spannendes, interessantes Zeug drin, was so manchen Ernährungsexperten bestimmt begeistern wird. Ich sag mal, jetzt hier so als Snack für zwischendurch und nicht Hauptbestandteil deiner Ernährung, werde ich das wohl ganz gut überstehen. Ich freue mich drauf. Also vom Geschmack her sind die ja eigentlich alle immer unschlagbar. Ne? Und ich bin auch echt beruhigt. Ihr seht, hier sind Zwiebeln und Salat drauf auf der Abbildung. Wenn ich den aber aufmache, ist hier wirklich zum Glück nur Brot und das Fleischpatty. Und das Fleischpatty kommt in die Mikrowelle. Das kann ich jetzt in die Mikrowelle machen. 85 Sekunden steht da drauf. Bei 800 Watt, das mache ich jetzt auch, genau. Ich will es ja nicht zu trocken haben. Boah, und wenn man das aufmacht, ihr Lieben, das riecht schon richtig geil. Nach diesem Schweinefleisch, verdammte Axt. Und das Besondere, ich tue das mal ganz hier auf den Teller. So, ui, wir haben eine Barbecue-Soße noch dabei, aber dazu gibt es gleich noch eine spannende Überraschung. Schaut mal, so sieht das Fleisch aus, gut gegrillt. Das ist das Brot, was gleich in den Toaster geht. Das wollen wir jetzt mal vorbereiten, ihr Lieben. Bis gleich! Zuerst mache ich tatsächlich das Brot im Toaster und zwar von beiden Seiten. Ich habe das hier gerade mal auf Stufe 4 eingestellt und werde es dann nochmal gleich einmal wenden. Ich hoffe, das verbrennt mir jetzt nicht, dann ist der ganze Burger hinüber. Mal schauen. So, das war bei Stufe 4. Ist jetzt so ein bisschen auch schon leicht getoastet. Ich tue es jetzt aber nochmal lieber bei Stufe 3. Dreimal ist rein. Hier ist es nachher zu sehr. Nicht, dass es nachher zu kross wird. So, bei Stufe 3. Das Brot ist halt auch. Es muss halt perfekt sein. Und wir machen weiter an der Mikrowelle. So, und machen hier bei. Ja, was waren das? 85 Sekunden? Ich mache mal 90 Sekunden bei 800 Watt. So, hier sehen wir das Fleisch. Oh, ich habe die Abdeckung vergessen. Naja. Egal. Das Fleisch ist in der Mikrowelle und gleich sehen wir uns mit Fleisch und Burger und Brot wieder. Und da ist der gute Rib Barbecue von Rustlers. Ich habe das Brot doch ein bisschen zu großzügig getoastet. Es ist jetzt wirklich sehr kross geworden, auch ein wenig geschrumpft. Also nicht wundern, wenn das Fleisch gleich zu sehr raussuppt. Dazu gibt es eine kleine Barbecue-Soße von Rustlers und ich habe auch eine Überraschung versprochen. So, sieht schon lecker aus. So, das schaut mal, wie schön das gegrillt ist. Ich lege das Fleisch mal hier oben drauf. Mit der Hand, so wie es gehört, in einem hygienischen Lokal beim Junkfood Guru. So, und na, ich kämpfe hier gerade mit der Soße. So ein bisschen rum. Die Soße lässt sich mich nicht so gut aufkriegen. So. Aber, das ist auch egal, denn ich habe hier diese Geheimwaffe. McRib-Soße. Da wollen wir doch mal schauen. Ich mache jetzt eine Seite McRib. Yummy, 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 yummy. Und die andere Seite nehme ich die Rustlers Soße. Da bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Aber dafür brauche ich eine Schere. Die habe ich so nicht aufbekommen. So, die McRib Soße von McDonald's findet ihren Weg auf den Barbecue Rib von Rustlers. Krass, oder? Man sieht ja schon die unterschiedlichen Farben und auch Konsistenzen. Und man sieht auch, dass es eigentlich ein bisschen wenig ist. Finde ich auch. So, ich bastel das mal ganz hier zusammen. Und dann schauen wir uns mal, wow, es ist noch ein bisschen heiß, ihr Lieben. Schauen wir uns das fertige Werk mal an. Das sieht schon ganz lecker aus, oder? Was sagt ihr? Ich finde, das sieht lecker aus. Wir wechseln mal in die Schlemmerperspektive. Und da ist er, das gute Stück. Ja, ist ein bisschen verbrannt, also das Brot, aber er sieht doch
wirklich schmackhaft aus. Bin gespannt auf den ersten Bissen mit McDonald's Barbecue Soße, mit Rassler Soße. Wo war was? Alles gemischt. Ui, das schmeckt lecker. Wow. Ich glaube, es ist die McDonald's Ripsoße, ja. Und die ist richtig lecker. Man kann sie noch selbst belegen mit Zwiebeln. Wer Zwiebeln mag, ich mag keine Zwiebeln, deswegen ist es für mich eigentlich eine schöne, zwiebelfreie McRib-Alternative. Und die Rastersoße schmeckt auch geil. Schmecken beide richtig lecker. Schön, rauchig, würzig. Und ich merke schon, sorry, ich fange richtig an zu schmatzen, weil es mir so schmeckt. Also, es geht hier um Junkfood, es geht hier um den Barbecue Rib. Und der schmeckt, sorry, wir sagen, er schmeckt geil. Auch wenn man das jetzt bei meinem Konstrukt nicht so glauben mag, ja. Aber wenn ihr euch den mal macht in der Mikrowelle mit dem Brot im Toaster, es schmeckt wirklich lecker. Für den Burgergenuss mal zwischendurch, nicht unbedingt als Hauptmahlzeit, sondern so als Zwischenmahlzeit oder noch besser Katerfrühstück, Abendessen, Bierhunger, ich weiß es nicht, ist es richtig geil. Also es ist schon mega geil, auch wenn es sich so alles rauszapscht und blatscht, aber er schmeckt wirklich gut, ihr Lieben. Das Fleisch schmeckt richtig lecker. Schaut mal, es schmeckt wirklich, also Träumchen. Ich gebe dem Ding auf einer Skala von 1 bis 10, Geschmack. Ich bin persönlich den Geschmack, kriegt ihr hier 9 Punkte. Rustlers, Rib, Barbecue, wer das mag von McDonald's, kann auch den mal von Rustlers probieren. Er sollte ihn unbedingt probieren. Wenn er diesen McRib, meine Güte, kommt schon ganz aus der, verschlägt ist mir die Sprache. Wenn ihr den McRib von McDonald's mögt, dann müsst ihr den mal probieren. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht kennt ihr den auch schon. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ich noch weitere Burger aus der Mikrowelle testen soll. Ich freue mich über Feedback und ja, und über ein Abo. Hier oben abonnieren nicht vergessen, ihr Lieben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.